Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, welch ein Luxus. Welch ein Luxus, eine Debatte zu führen, in der es darum geht, weil wir Zinsminderausgaben haben, ein Kommunalinvestitionsprogramm nach Grundgesetzänderung und nach den entsprechenden Begleitgesetzen auflegen zu können in Höhe von 3,5 Milliarden. Und normalerweise hätten wir diesen Punkt im großen Paket Bund-Länder-Finanzen drin gelassen. Aber jetzt gibt es einen Paragraphen 95 Geschäftsordnung, der da heißt, wenn der Bundesrat Stellung genommen hat, und er hat im Dezember Stellung genommen, muss sich der Haushaltsausschuss und der Deutsche Bundestag damit befassen. Und deswegen eine Luxusdebatte, weil in der Zwischenzeit der Überschuss des Jahres 2016 publik wurde, 6,2 Milliarden Euro. Liebe Kolleginnen und Kollegen, als ich hier im Jahr 2009 Mitglied des Haushaltsausschusses wurde, war die Sachlage 300 Milliarden Haushaltsvolumen, Neuverschuldung 86 Milliarden im Soll. Wir sind im Jahr 2010 mit 44 Milliarden rausgekommen. Dann war der erste Haushalt im Jahr 2014, wo wir ist keine Schulden mehr gemacht haben und, liebe Kolleginnen und Kollegen, ohne Debatte 2,5 Milliarden Euro getilgt haben. Und die Koalition hat zum Beispiel beschlossen, dass wir mit Änderung des Haushaltsgesetzes, wenn der Bundesbankgewinn über 2,5 Milliarden hinausgehen würde, das darüber hinausgehende Volumen auch zur Schuldentilgung nehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist deswegen auch eine Luxusdebatte, weil wir in diesem Jahrzehnt bewiesen haben, dass in Deutschland mit einer soliden Haushaltspolitik trotzdem die Investitionen hochgefahren werden können und wir die höchste Sozialquote in der deutschen Geschichte haben mit 52%. So eine Erfolgsgeschichte seit 2010. Wenn man sich die Zahlen anguckt, wie verteilen sich denn die Steuern, dann sind die Steuernzuwächse beim Bund am geringsten. Die Steuerzuwächse in den letzten 7 Jahren sind beim Bund am geringsten, nämlich nur 35%. 37% bei den Ländern und 44% bei den Gemeinden. Das heißt, insbesondere in den letzten Jahren, dadurch, dass der Bund massiv Umsatzsteuerpunkte an Länder und Kommunen abgegeben hat, ist diese Entwicklung zustande gekommen. Und Sigmar Gabriel hat heute Morgen gesagt, wir hätten die Länder und Kommunen in dieser Legislaturperiode mit 80 Milliarden entlastet. Nach unserer Rechnung sind es sogar 95 Milliarden. Und ich widerspreche ihm an einer ganz entscheidenden Stelle. Es gibt ein altes Sprichwort: Sorge in guten Zeiten und hast du in der Not. Und wir haben gute Zeiten. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, zu sagen, dass Tilgung von Schulden bei niedrigen Zinsen ökonomisch nicht sinnvoll ist, dem widerspreche ich ganz entschieden. Was will man denn machen, wenn die Zinsen viel höher sind? Das ist doch die Frage. Und wenn, lieber Kollege Gabriel, Sie den Bundesrechnungshof lesen, den Sachverständigen, der sagt klipp und klar, jetzt ist die Zeit zum Tilgen von Schulden. Und übrigens, es gibt genug Vorbilder. Nordrhein-Westfalen tilgt Schulden. Rheinland-Pfalz tilgt Schulden. Schleswig-Holstein tilgt Schulden. Mein Heimatland sagt im Koalitionsvertrag, Überschuss 3/4 in die Schuldentilgung, 1/4 in die Investition. Und deswegen glaube ich, sage noch mal, das ist eine Luxusdebatte, die wir hier miteinander führen. Da gibt es unterschiedliche Standpunkte in der Koalition. Und das ist, glaube ich, auch ganz legitim, weil mit der Einbringung, mit der ersten Lesung dieses Nachtragshaushaltes war der Überschuss in dieser Höhe nicht abzusehen. Ich will noch einen Hinweis geben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir tragen auch in etwa in einem zweistelligen Milliarden-Euro-Betrag Dinge vor uns her, die in den nächsten Jahren ausfinanziert werden müssen. Kommunalinvestitionsprogramm, 3,5 Milliarden, 164 abgeflossen. Im Verkehrsbereich ein Milliardenbetrag, weil wir nicht schnell genug die Dinge umsetzen können. Kita-Programm, ich könnte das weiter fortführen. Das muss in den nächsten Jahren aus dem Gesamtetat finanziert werden. Und nicht nur der Haushaltsausgleich im Jahr 2018 mit rund 10 Milliarden Euro. Und deswegen glaube ich, ist das gut und richtig, sich an dieser Stelle noch ein bisschen Zeit zu nehmen,
Und deswegen haben die Koalitionsfraktionen gemeinsam beantragt, dieses Gesetzespaket, diesen Gesetzentwurf wieder in den Haushaltsausschuss zurückverweisen. Wir werden das dann dementsprechend behandeln. Ich will noch mal eins klar sagen, damit hier keine Legendenbildung auftritt. Die 3,5 Milliarden können sowieso erst dann fließen, wenn die Grundgesetzänderung vollzogen worden ist, die Begleitgesetze dazu und die Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung. Also ich bitte hier nicht, die Debatte aufkommen zu lassen, weil die 3,5 Milliarden noch nicht abschließend geklärt sind, dass es hier Verzögerung gibt. Dieses ist mitnichten so. Herzlichen Dank. Roland Klaus spricht als Redner für Die Linke.